Und damit hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge LS19 Maps Mods and More. Heute schauen wir uns eine Karte an, die da heißt Mühlenkreis Mittelland. Die ist schon ein kleines bisschen draußen. Springen wir mal direkt rein. Okay, das ist aber irgendwie gefühlt recht dunkel hier, oder? Ich meine, es ist 7:30 Uhr, können wir vielleicht ein bisschen vorspulen. Aber ich glaube, da passiert noch mal so allzu viel helligkeitmäßig, technisch. Nö. Oder? Doch, machen vielleicht mal noch bis 9. Ja, ist trotzdem recht dunkel, die Sache hier. Okay. Ja, was ich sagen wollte, die Map ist schon ein Stückchen draußen. Weil ich natürlich jetzt schon die Einstellung habe, immer aktuelle Sachen, was halt so neu ist, so an Maps neu rauskommt, zu spielen, aber ich habe mir drei, vier Sachen angeguckt, die gerade aktuell so die letzten Tage rausgekommen sind. Da war jetzt nicht so viel Zeug dabei, wo ich gemeint habe, ja, das könnte man eventuell mal zeigen. Da habe ich eine ausgesucht, die ich halt noch auf dem Zettel hatte. Ist schon ein paar Tage draußen. Gibt es vielleicht auch einige von euch, die die schon kennen und sich da gut auskennen. So, wir schauen mal auf die Karte und sehen, das ist doch relativ viele Felder gibt. So auch kleinere. Finde ich immer ganz hübsch. Haben in der Mitte einen großen Kanal bzw. Fluss, den wir uns natürlich mal angucken und haben dann so über die Karte verteilt auch ja, Händler und ja, Stationen, BGA, Sägewerk und Shops, die ganzen Sachen finde ich auch immer relativ cool, wenn das nicht so zentral ist, sondern ja, man da doch mal in die unterschiedlichsten Regionen der Karten vordringen muss. Haben hier ja, und damit auch so ein klein wenig Wald. Haben fünf Plätze für Höfe, die glaube ich alle frei sind. Schauen wir uns vielleicht auch mal um. Hof 1, 2, die 3 sehe ich jetzt gerade nicht. Da ist noch 4 und 5. Ach da, 3. Okay, genau. 5 Höfe haben die Standardfrüchte und haben relativ viele Händler, was ich sehr, sehr feier. Genau, gibt halt so Sägewerk Sachen, die man halt bloß da verkaufen kann, aber auch Leute, Händler, die Eier annehmen, haben wir mal drei zur Auswahl. Das ist auch recht selten, genauso wie Wolle, Milch, die Sachen, dass es da mehrere gibt. Ist nicht selbstverständlich, deswegen, ja, hoftechnisch gibt es halt nicht so viel anzugucken, denn man hat, wenn man als Farmmanager anfängt, ja, die Flächen zur Verfügung, die man sich dann selber gestalten kann, wie man möchte. Gibt es Leute, die legen mehr Wert drauf, Leute, legen weniger Wert drauf. Ja, kann man sich hier, wie gesagt, frei entfalten. Finde ich eine coole Sache. Es gibt Leute, es gibt Verkehr, es gibt Städte. Wir düsen mal zum Händler, holen uns mal. Komm, heute gönnen wir uns mal. Heute gönnen wir uns mal. Fan. Komm. Ich fahre so selten mit den großen Traktoren rum. Jo. So. Sprich, wir switchen. Boah, das hat jetzt ganz schön gehakelt. Switchen mal zum Händler. Der Trecker läuft. Kurz einen Überblick verschaffen, wo wir da jetzt genau auf der Karte sind. Ach, okay. Einmal gegenüber, alles klar. Dann würde ich sagen, vielleicht fahren wir einfach mal so. Lass mal so außenrum hier die Sache abfahren. Dann denke ich, haben wir einen ganz guten Überblick. Vielleicht düsen wir nochmal hier kurz rein, dass wir auch mal den Wald sehen. Oder düsen hier runter. Dann hier wieder rüber. Genau, so machen wir das mal. Also düsen wir rechts hoch. Ah, ich weiß nicht, kämpft schon so ein kleines bisschen mit der Performance. Und ich finde es echt recht mysteriös, dass das so dunkel ist. Also das ist echt krass. Vielleicht, ja, Leute, die das spielen, seht ihr das genauso? Jetzt bin ich natürlich falsch abgebogen.
Also ist es bei euch genauso, dass das ja so dunkel ist. So, sehen also hier vor uns das Feld 15. Wenn wir das jetzt mal so in Relation haben, ist schon ein recht kleines Feld, aber gibt es viele, die so in der Größenordnung sind, würde ich sagen. Übersichtlich, sagen wir es mal so. Ja. Also bin ich persönlich ja doch auch eher ein Fan davon, jetzt nicht so übertrieben große Felder zu haben, weil einfach ja, ich habe halt jetzt keinen Bock drauf, so sagen wir mal 14 Stunden lang Feld zu mähen, sondern das Coole beim LS, finde ich zumindest, ist, dass es halt vielfältige Arbeiten gibt und ich dann halt nicht, keine Ahnung, 18 Stunden lang Feld ernten muss, sondern ich kann auch ja, Sachen verkaufen, meinen Hof aufbauen, Holz machen, mich um Tiere kümmern. Was weiß ich, Silage wegfahren, Eier wegfahren, solche Sachen. So, die Straßen sind recht zapfig und eng. Und die warten hier auch. Aber der Überblick ist schon recht cool. Haben jetzt hier links von uns das Feld 57, das sieht relativ groß aus. Genau, das ist jetzt, würde ich sagen, mit Abstand auch das größte Feld. Hier oben in der Ecke. Autos halten auch an. Ja, ich denke, da hat man dann schon ein bisschen Arbeit vor sich, wenn man sich daran macht. Also auch für Leute, die doch größere. Na, warten Sie mal bitte. Größere Felder mögen. Für die ist hier gesorgt. So, eigentlich wollte ich hier vorne mal links abbiegen. So, die Straße habe ich verpasst, weil das doch. Die Straßen sind recht eng. Das muss man schon so sagen. Da weiß ich nicht, wie man da mit einem. Wenn man da einen vollen Hänger hat, wie man da hier hochkommen will. Also, da muss man schon seine Driving Skills auspacken. Ach, so finde ich die Straßen. Die Straßenränder und sowas finde ich nicht so cool. Ist doch jetzt eher so standardmäßig reingezogen. Auch, ja, topografisch gesehen ist es in Ordnung, auch die Vegetation. Aber was man halt immer so die Übergänge, weißt du, hier so die Übergänge von Straße zur Wiese oder Wiese zum Feld, das ist so ein bisschen einfach so gerade Kanten. Gefällt mir nicht. Gibt es Maps, die das doch definitiv schon besser machen. So, genau. Haben jetzt hier oben mal so. Was haben wir hier? Dünger. Kalkstation, Saatgut, Molkerei. So ein bisschen gebündelt auf den Haufen. Und ja, wie schon angesprochen, gibt es überall so Stationen, die auf der ganzen Map verteilt sind. Was ich relativ cool finde. Dass man halt nicht immer bloß dieselben Wege fahren muss, sondern halt auch die Karte ein bisschen ausnutzt. Finde ich cool. So. Genau, hätten dann hier einen Platz, der für einen zweiten Hof vorgesehen ist. Also, ja, wenn wir jetzt mal so nach dem Macher der Karte uns richten, ist halt für. Okay. Für bis zu 5 Höfe ausgelegt. Und ich denke auch von den Agrarflächen ist das definitiv machbar. Ich weiß nicht, ich muss aber ganz ehrlich sein, ich kenne jetzt von den LS-Spielern oder auch Communities nicht so viele Leute, die jetzt Multiplayer mit getrennten Höfen spielen. Also wenn man Multiplayer spielt, dann sind es doch viele, die schon eher dann auch zusammen einen Hof bewirtschaften. So. Alter, okay. Hab mich einfach weggeräumt. Aber wie gesagt, die Straßen sind halt schon wirklich eng. Die sind schon wirklich eng. Und wir haben jetzt hier den Fluss. Oh, krass. Okay. Fährt das Boot da?
Das Pferd, oder? Eine Balkenburg, also das ist schon richtig geil. Das habe ich so noch. Ja, doch, sorry. Das finde ich wirklich echt cool. Das gefällt mir. Das habe ich so echt noch nicht gesehen. Das Boot fährt hier wirklich lang. Ist das geil. Das ist schon sehr nice. So, wir bewegen uns wieder etwas vom Wasser fort. Also prinzipiell, wie die Felder in die Landschaft eingebettet sind, das finde ich schon. Entschuldigung, ich muss mal kurz zurück. Das finde ich schon. Ja, doch, schon ganz cool. Und auch der, ja, selber gebastelte Feldweg hier. Den finde ich auch ganz nett. So, wenn man hier so ist, dann, was ich vorhin so bemängelt habe, das mit den Rändern, die Übergänge von den Texturen, das ist hier zum Beispiel jetzt in der Ecke echt cool. Also vielleicht ist es wirklich bloß so an den Straßensachen, aber vegetationstechnisch und so die Natursachen, die sind hier doch schon echt richtig cool gemacht. Vielleicht kann man da einfach mal ein bisschen mit Feinschliff über die Straßen drüber gehen und da so die Übergänge ein bisschen machen. Dann ist das eigentlich recht cool, bis auf, dass es halt so dunkel ist. Es ist halt wie wenn es abends kurz vor Sonnenuntergang. Mir gerade Specht gehört. So, hier auch mit den Pfützen. Gut, hier mit den Pfützen ist vielleicht jetzt ein ganz kleines bisschen übertrieben. Aber wer weiß, vielleicht hat es ja gerade geregnet. Das geht, glaube ich, nett, oder? Oder gibt es dafür schon eine Mod? Vielleicht weiß es ja jemand von euch und kann das mir sagen. Dass halt quasi sich Pfützen dann erst bilden, wenn es auch wirklich regnet. Und jetzt, wenn halt ein ganzes Stück Sonnenschein ist, dass dann die Pfützen auch wieder weg sind. Ich glaube, das gibt es aber noch nicht. So, was haben wir denn hier? Sägewerk. Für mich ja persönlich immer sehr, sehr wichtig. Weil das meine oder unsere Geldeinnahmequelle Nummer 1 ist. Und daher, ja. Ist ein schönes Ding, haben wir so aber auch schon bei ein paar anderen Maps gesehen. Sag mal, was ist denn heute mit meinen Lenkkünsten? So, haben hier die. Jo, hier fehlt ein Geländer, würde ich sagen. Arbeitsschutz geht uns alle an. Wow. Genau, haben hier die Holzabladefläche. Macht das Ding, ist das Gerät hier funktionsfähig? Das habe ich nämlich, glaube ich, so. Also ich kenne dieses Teil, das habe ich schon mal irgendwo bei Mods, ist mir das schon über den Weg gelaufen. Aber das habe ich so noch nie direkt verbaut gesehen. Das gilt es mal herauszufinden. So, wir setzen aber mal unsere Reise. Wo ist er denn jetzt wieder hängen geblieben? Unsere Reise über die Karte fort. Denn in der ersten Linie geht es ja hier darum, sich mal einen Überblick zu verschaffen und mal. Ja, sagen wir mal, die. Wo fahr ich denn jetzt hin? Jetzt fahr ich ja wieder. Moment. Da wollten wir doch nicht hin. Jetzt fahren wir ja wieder zurück, gell? Ja gut, dann fahren wir vielleicht mal hier rüber. Genau, dann haben wir hier rechts noch. Ja, ist doch gut, Leute. Als ob ihr irgendwo hin müsst. Fahren wir nochmal übers Wasser, einfach weil es so schön war. Ja, auch die Waldgebiete haben unterschiedliche Bäume, gefällt mir doch auch relativ gut. Kommen da vorne wieder bei unserem Hof vorbei, da waren wir ja schon, deswegen biegen wir hier vielleicht mal wieder ein bisschen nach unten ab und nehmen wir noch ein klein wenig Natur mit. Und entfernen uns vor allem mal von den Autos.
Ja, ich muss halt sagen, der einzige Minuspunkt, wenn man sich das jetzt so genau anguckt, ist halt doch ein kleines bisschen die Straßen, beziehungsweise die Übergänge von Straßen, beziehungsweise wie die Straßen halt so in die Landschaft reingelegt sind. Das sieht halt schon irgendwie alles so, weißt du, so aufgemalt aus. Übergänge, da steht auch mit seinem Auto halb auf der Straße, okay. Ansonsten auch, wenn man hier so jetzt mal so aus der Innenraumperspektive. Das macht schon Fun hier über die Felder zu cruisen. Muss man so auszudrücken. So, Bahne frei. Wir biegen ab, natürlich ohne Blinken. Ich weiß jetzt auch nicht, ob es den jetzt die Ortschaft Südem Südhämmern. Südhämmern, so heißt's. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Ob es den Ort wirklich gibt. Vielleicht gibt es aber schlaue Leute von euch, die mir das beantworten können. Das sind wir jetzt jedenfalls und da ist auch wieder so ein Hofplatz. Wo man sich aufbauen könnte, ist halt jetzt hier Kartenrand, ne? Ich meine, und es liegt halt so in der Ortschaft drin. Das ist halt der Platz, den man hier hat, ne? Viel mehr ist da nicht möglich. Dann müsste man halt umziehen. Gibt es vielleicht ein paar bessere Stellen hier auf der Karte? Aber man hat gleich eine Tankstelle nebenan. Und was haben wir hier eigentlich? Okay, jetzt wird gespeichert. Genau, noch eine Kalkstation, Getreidemühle. Getreidemühle macht immer sehr gute Preise, muss man sagen. Ja, mal halt hier unten diese Sachen. Ansonsten, was ich wirklich cool finde, ist, dass es halt das System in sich geschlossen ist. Ich meine, das hier ist die Zugstrecke, das ist halt so, dass der Zug dann mal rausfährt. Aber ansonsten gibt es halt jetzt keine Straßen nach draußen. Die von der Karte runterführen. Was ich ganz ehrlich sehr cool finde, weil das doch eigentlich bei 99,99% der Karten für mich immer so eine Schwachstelle ist. Was dann halt eine Kirche mir doch so ein kleines bisschen Spaß nimmt, wenn ich so über die Karte fahre und das dann halt auf einmal irgendwie bei einer Karte halt nicht weitergeht. Man halt einfach gegen eine unsichtbare Wand fährt oder so. Ja, ist für mich immer so ein ganz kleines bisschen so ein Abturn. Und weil ich es so geil fand, fahren wir jetzt hier nochmal über die. Da kommt das große Boot. Also da muss ich sagen, das finde ich schon richtig cool. Also der Fluss mit den Booten und so, das finde ich schon sehr, sehr geil. Wasser finde ich prinzipiell immer geil. Bei allen Arten von Karten und Spielen. Wenn das Wasser geil rüberkommt. Oder wenn sich da auf dem, beziehungsweise was heißt geil rüberkommt. Eigentlich technisch gesehen so geil sieht das Wasser im LS gar nicht aus. Aber wenn sich da was bewegt und wenn das funktioniert. Das finde ich relativ geil. So. Genau, wenn ich mir das so recht überlege, sind wir dann jetzt ganz noch mal ganz um die Karte rumgefahren und haben uns einen eigentlich ganz guten Eindruck von der Karte verschafft. Es gibt so ein paar kleine Sachen gerade, ja, die Übergänge hier, die Straßen finde ich halt nicht ganz so geil. Ansonsten hat die Karte doch Potenzial. Gefällt sie mir doch sehr gut. Kriegt von mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Hat halt viele kleine Felder. Hat unvorgefertigte Höfe. Was ja mittlerweile, muss man sagen, auch nicht mehr so oft vorkommt. Meistens hat man da schon irgendeinen Hof hingekracht. Klar kann man sich alles editieren und was weiß ich und abreißen und selber machen. Ansonsten
Ja, die kleinen Felder gefallen mir. Der Kartenrand gefällt mir sehr, sehr gut. Ist der beste, den ich seit langem mal gesehen habe. Verkehr funktioniert geil. Für Leute, die darauf Wert legen. Ja, Vegetation, Topografie ist in Ordnung. Wasser, Fluss, richtig, richtig geil. Es gibt viele, viele Verkaufsstellen. Also auch viel Handel, den man treiben kann. Hat vor allem Platz bis zu 5 verschiedene Höfe. Ansonsten kann man sich natürlich auch immer ein Feld kaufen und da was drauf bauen. Wenn einem die vorgefertigten Plätze da jetzt nicht gefallen, ist ja niemand dran gebunden. Und ja, es ist alles schön verteilt auf der Karte. So richtig große Waldstücke gibt es jetzt eigentlich nicht, aber kann man sich ja auch anrichten. Vielleicht gleich neben Sägewerk. Genau. Dann soll es das vielleicht von hier, von dieser Map für diese Folge gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr die Sache hier unterstützt mit einer Bewertung. Wenn ihr nichts verfolgen wollt, vor allem keinen Livestream von uns vom ja, LS19, dann Abo-Button drücken und die ja, Glocke betätigen. Dann bekommt ihr sofort eine Nachricht, wenn wir live gehen. Würde uns freuen, wenn ihr da mal mit reinschaut. Und uns unterstützt, wenn es euch gefällt. Oder macht es auch, wenn es euch nicht gefällt. So, dann soll es das aber jetzt wirklich von hier gewesen sein. Aber vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.